Sinne ein Elektromikroskop haben, kann man alles nachsehen, nachgucken, nachgoogeln, etc. Ihr müsst mir gar nicht nur glauben. Erst seitdem kann man überhaupt irgendwas erkennen, was kleiner ist als ein Bakterium und nennt es Virus. Und da man ja meint, dass alle Bakterien so schlimm sind, nicht alle, es gibt auch gute, aber es gibt ganz viele böse Bakterien und so. Obwohl es auch nachweislich Dinge gibt, dass ja einige, viele Menschen mit den tödlichsten Bakterien unter uns weilen und denen es blendend geht. So wie, Moment, wer war das nochmal genau? Also Ende 18. Jahrhundert und so weiter, wo ja auch schon Bakterien und so weiter bekannt waren. Auch ein Arzt sagte so von wegen, hey, nicht das Bakterium ist das Problem, sondern das Milieu. Säure-Basen-Haushalt etc. Pipapo. Ja, ist dann nämlich hingegangen und hat die damals bekanntlichsten, tödlichsten Bakterien genommen, in einem schönen Reagenzglas und so weiter, immer schön lecker umgerührt und das runtergeschluckst. Passiert ist ihm, da, nichts. Genau das, was er sagte. Deswegen sagt man jetzt heutzutage auch mit dem Biom und sonst was alles, ja, das ist das Milieu eigentlich, nichts anderes. Ja, umso mehr du übersäuert bist und so weiter, umso eher kannst du erkranken. Das sind alles so Dinge, die schon längst bewiesen und alles möglich sind, ja, also in jeder Heilpraxis weiß man das. Ist halt so. Ja, und dieser ganze Industriekram und sonst was, oder wie sagt man noch dazu, Füllindustrie mit Omega-6 und tralala und billig, billig, billig und tralala. Übersäuert uns ohne Ende. Also, ich meine, es ist. Ich will euch gar nicht irgendwie, ne? Glaubt mir das oder glaubt es mir nicht. Aber ich meine nur, ich will euch gar nicht hier irgendwas erzählen in der Hinsicht. Aber ich meine, es ist eure Gesundheit, euer Leben. Talala, ne? Also, meine, man sieht ja, was passiert, wenn man gar nichts macht. Demenz, Alzheimer, Diabetes, die ganzen Volkskrankheiten, die nicht von ungefähr kommen, sondern von der Ernährung. Und genau aus diesen Problematiken, sag ich mal. Und das ist nämlich auch so eine Sache mit dem Peperin, was in Tomaten, also alle Nachtschattengewächse, zum Beispiel Auberginen. Da könnt ihr auch mal nachgucken. Auberginen darfst du ungekocht gar nicht essen. Weil so viel Schadstoff drin ist, das ist der Wahnsinn. Also Giftstoffe von Natur aus. Auch die geliebten Tomaten und die Paprika. Ich würde sogar sagen Chili. Weil wenn man weiß, dass Paprika eigentlich Chili ist, von der Gattung abstammt und so weiter und wahrscheinlich ja, die Tomate noch daher kommt, die alle drei Pektine ohne Ende drin haben. Und umso, wo ich habe früher gerne grüne Paprika gegessen, werden. Eine gelbe, gelbe. Gelbe ist so richtig lecker süßlich. Die grüne ist eklig. Die rote eher schärfer, ja. Aber dann ist sie ja eigentlich reif, so wie bei Chili auch. Und da ist es so, umso grüner es ist, umso giftiger ist es. Mit den Pektinen. Und der Witz ist, wie gesagt, dass man jetzt hingeht und also man packt sie in die Marmelade, damit sie mehr Konsistenz erhält.
Nämlich ein Verdickungsmittel. Und wahrscheinlich auch in andere Produkte, wo man früher Sachen reingemacht hat, wie Stärke. Ich habe das bis heute nicht verstanden, warum man das Stärke nennt. Das Kohlenhydrate. Ja, modifizierte Stärke. Ist auch noch modifiziert, damit das überhaupt funktioniert. Und alles, ja, modifizierte Stärke und tralala und pipapo. Ja, was man sich da alles so reinpfeift. Das will man gar nicht wissen eigentlich. Nicht wirklich. Aber es ist halt so. Okay, dem tut das nichts gut. Das ist schön. Weil der bringt Früchte hervor. Oh, hier liegen Federn und so rum. Moment. Nee, das ist eine... Ah, ich liebe die Viecher. Ich liebe die Viecher. Hi. I couched a fly. A fly. Das nennt man... Ich habe einen Flug gefangen. Ein Flug. Ich habe einen Flug gefangen. Was? Das nennt man Biene. Du Horst. Also ich meine nur, ne? Also das nennt man in Fachkreisen Biene. Das Ding. Hier wie Butterfly. Warum schreiben nicht Biene hin? Ne, Haifisch? Warum schreiben die nicht Biene hin? Bleibt eigentlich an? So von sich aus? Boah, ich will es gar nicht wirklich. Also der macht mich in einem Happen tot. Da würde ich, ne? Hai happen. ja, ein Hai happen, das reicht wahrscheinlich. Um mich hier umzunieten. Gott, ihr kennt das, ne? Mit dieser Samelitis. Das ist schlimm in solchen Spielen. Mit dieser Samelitis. Ich weiß es nicht, aber ich kann. Nee. Kann mich ja auch nicht satt sammeln irgendwie. Ich müsste mal irgendwie Fallen oder irgendwie bauen. Also wir kommen langsam, glaube ich, so ein bisschen rein ins Spiel wieder. Was auch Dinge angeht, sag ich mal. Und ja. Aber ich meine nur, ne, also ich will euch jetzt, wie gesagt, nichts prophezeien oder irgendwas oder so. Oder, ne? So, macht euch selber schlau. Ich meine, ihr könnt auch mal auf unser Discord kommen, könnt ihr auch gerne tun. Da gibt es auch Fit for Fun. Nee, das ist, Framseed. Okay, das muss runtergefallen sein. Auffallen tut selten was, ne? Guck mal, das Licht ist aufgefallen. Ich sagte selten, nicht unmöglich. Ja, aber manchmal muss man sich selber mal schlau machen. Über viele Dinge oder was wirklich die RKI gesagt hat. Was heutzutage auch rauskommt. Weil die Wahrheit kommt irgendwann immer ans Licht, ne? Und solche Dinge. Und man weiß ja auch, wie sehr sich viele Leute an dem Zeug bereichert haben. Die immer noch an Tieren sind. Und warum, ne? Ja, da sage ich auch, es macht euch selber schlau. Es ist eure Gesundheit, etc. Also ich kenne auch viele, die geschrumpft sind und bis heute Nebenwirkungen haben. Und so weiter. Kenn ich auch ab und zu mal. Da hier, da haben sie was Neues, etc. Vielleicht hilft's. Ne? Also. Und das Witzige ist, du darfst eigentlich in Deutschland alles sagen, du darfst nur kein Heilversprechen machen. Daran halten sich eigentlich auch alle Leute, ne? In der Hinsicht. Und ja. Wobei ich aber auch sage, diese Angst, diese Dings und so weiter, die getriggert wurde. Und, die ist ja immer noch im Knochen. Und so weiter und so fort. Die muss man auch ein bisschen loswerden. Ne? Und da muss man halt dann mit gewissen Dings dahin gehen. Also mit einer gewissen Aufklärung oder sonstiges.
dass sich daran einfach nur ein paar Arschlöcher, A-Löcher, wisst schon, an dem ganzen Scheiß wieder bereichert haben. Wie es immer so ist und auch immer schon war. Genauso wie mit anderen Dingen, die danach passiert sind oder immer noch laufen und künstlich in die Länge gezogen werden und. Ne? Ich meine nur, da muss man auch wieder nur in die Historie schauen und erkennen, dass es immer einen Sieger gibt, der nie auf dem Schlachtfeld war. Um es mal leicht anzudeuten. Und nur die armen Menschen verheizt werden, um Profit zu machen. Das ist denen vollkommen scheißegal. Ja, deswegen, es gibt ja auch dieses tolle Ding, stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Es hätten mal alle begriffen und keiner geht hin. Dann sollen die Kack-Politiker und sonst was mal hingehen. Die, die nämlich die Kohle abgreifen, mit abgreifen, wohlgemerkt, sind ja nicht die Einzigen. Ne, meine lieben Freunde. Und das meiste ist halt nur Panikmacherei, Angsterzeugung etc. Ja, also man weiß ja, wie Mensch, Psyche und alles funktioniert. Und dann, hey ho, let's go. Und wir sehen ja, wer davon profitiert. Und ich kenne auch Streamerinnen und Streamer und Streamerinnen und Tannen und Zweige und Äste und Nadeln und Laub. Mit Verlaub. Ja, die damals auch sehr harsch reagiert haben und Leute denunziert. Gut, sie haben zumindest keine Namen gesagt, glaube ich, aber dass sie sich denn von solchen Idioten abwenden. Ja, dann sollen sie es tun. Ich meine, ne? Dann sollen sie es tun, dann. Ne, aber wenn man erstmal begriffen hat, wie der ganze Kaspar-Show funktioniert, ne? Was man wunderbar daran erkennen kann, an diesem ganzen Kolonialmüll und so weiter, ja, wie die, kannst auch an anderen Krisen sehen, wie die Menschen, ich sag extra Menschen, nicht das Volk oder so, Menschen, einfach gegeneinander aufgebracht, ausgespielt und sonst was werden. In Panik versetzt und. Damit sie sich gegenseitig in die Fresse hauen. Und die, die davon profitieren, die sitzen oben und lachen sich scheckig. Also, da schauen wir einfach mal auf den Adel oder so, ne? Und solche Dinge. Es hat sich nichts geändert. Außer, dass du mal alle 4 Jahre ein Kreuzchen machen darfst. Wer dich jetzt verarschen darf. Entschuldigung, habe ich das noch? Ja. Du darfst jetzt wählen, wer dich verarschen darf. Ich meine, auch, man kann es an zwei Parteien sehr gut sehen. Es ist eine sehr rote Partei und eine sehr graue Partei. Die einen eher christlich geprägt, die anderen mehr so die Umwelt. Ach nee, das waren die Grünen. Entschuldigung, die Grüne Partei, ja, die haben wir jetzt auch wieder zum Verarsch-Gag-Dings. Ja, stimmt, da war ja auch noch was. Gott, wie viele Kisten sind denn hier? Ich muss mal nach Hause. Ja, nee, aber ich meine nur, ne, also, nee, ich meinte jetzt gar nicht die Grünen, sondern die Gräulichen. Die christlichen Tralalas, ne, die ja große Einladungen immer aussprechen und solche Dinge zu Gott und der Welt. Ist ja auch gar nicht so verkehrt, aber ja. Ja gut. Das war alles einen bestimmten Plan und Zweck, aber. Nee, das wäre ja schon wieder zu viel. Zu viel theoretisches Wissen, was übrigens nachweisbar ist. Moment, wer sagte noch mal diesen schönen Dings?
nach einem gewissen Krieg, dass ein gewisses Land, was mit D anfängt, niemals wieder zu wahrer Größe kommen darf. Das war irgend so ein komisches Gesocks, die gewonnen haben und sich alliierten. Ja, glaube ich. Ja, genau. So. Die sich gerade gegenseitig in die Fresse hauen, aber hey. Ich meine, the show must go on, ne? Irgendwas müssen wir ja tun. Von lauter Langeweile. Um die Menschheit weiter zu verirren. Und zu verwirren. Ja. Ich find's aber geil. Ich habe letztens auch ein geiles Video gesehen, wo viele aus der Zweitgeneration, ja, heutzutage sogenannten Neubürger, die niemals irgendwie auch wirklich Flüchtlinge waren, aber gut, ne, wurde ja auch verboten zu sagen, dass die jetzt sogar Podcasts machen und so weiter und so fort und ihre eigenen Leute zur Dankbarkeit und sonstiges aufrufen. Das finde ich so wahnsinnig. Also ich muss echt sagen, als ich, es war eher so ein Zusammenschnitt von jemandem, von diesem Podcast und so weiter und so fort. Ja. Ich finde, das sieht man bei manchen Jugendlichen auch, dass da ein Wandel stattfindet, der super gut ist. Der super gut ist, ja, also. Aber gut, ne? Hatte ich den mal? Ja, ich glaube, den hatte ich schon aufgehoben. So. Aber ich muss sagen, da tatsächlich liefen mir tatsächlich auch die Tränen. Und das sah. Ehrlich. Wo ich sage, oh Gott, es kommt doch langsam Vernunft rein. Oder Allah. Oder Universum. Oder meine Oma. Wie auch immer. An was auch immer du auch glaubst. Mit Krümmelmonster und irgendwas. Und ich glaube, das hat alles so ein bisschen auch mit dieser Aufklärung, Bewegung etc. gegen die Propaganda. Also wir haben, wie viele Jahre haben wir Antikriegspropaganda betrieben? Und jetzt machen wir Pro-Krieg-Propaganda? Warum? Ah ja, muss man halt an. Im Blitzkrieg. Oh Moment, die Geschichte kommt mir so extremst bekannt vor. Ja gut, wenn man jetzt mal wirklich nachschaut, hat Russland wie oft gewarnt und keine Ahnung was und gesagt, lass die Scheiße und ja, ne? Auch mit der Krim und, was schon vorher gelaufen ist und wirklich, ne? Also,